Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Nach vielen Anfragen will ich euch heute ein bisschen über meine Aufzuchtmethodik bei den Stieglitzen berichten. Ganz konkret will ich euch die einzelnen Bestandteile meines Aufzuchtfutters präsentieren und auch erklären, warum ich diese verwende. Solltet ihr den Kanal bisher noch nicht abonniert haben, klickt einfach unten links, das kostet nichts. Ja, warum mache ich dieses Thema? Es ist ein bisschen spät. Aber dieses Jahr ist wirklich ein schwieriges Jahr für sehr, sehr viele Züchter. Viele haben Probleme bei der Aufzucht, viele haben Probleme mit unbefruchteten Eiern. In meinem letzten Video habe ich zur Geduld aufgerufen und für mich kann ich sagen, die Geduld hat sich auch total gelohnt. Ich habe am Ende von dem Video noch eine Übersicht über meine Zucht platziert. Mittlerweile hatten da 5 von 6 Paaren was gemacht und heute Morgen, das Video ist schon 2-3 Tage alt, und heute Morgen haben sogar das 6. Paar angefangen, ein Nest zu bauen. Aber dazu später zum Schluss vom Video einfach mal eine Übersicht. Als nächsten Schritt würde ich euch jetzt mal eine Übersicht geben über meine Zutaten, die ich für das Aufzuchtfutter verwende, und auch erklären, warum ich die einzelnen verwende. Was ich an der Stelle sagen muss, wir hatten hier ein kleines Problem bezüglich der Videoerstellung. Wir wurden durch ein starkes Gewitter unterbrochen und dementsprechend ist das Tuch und überhaupt das vorbereitete Futter inklusive sogar meinem Handy ein bisschen nass geworden. Aber achtet da bitte nicht drauf. So, dann lasst uns mal anfangen. So, jetzt schauen wir mal auf die Bestandteile, die mein Aufzuchtfutter für die Stieglitze dieses Jahr hat. Ich muss dazu sagen, es ist nicht immer gleich. Die letzten Jahre war es unterschiedlich, aber ich probiere immer neue Sachen aus und schaue eben, wie gut es von den Vögeln aufgenommen wird. Ganz zu Anfang ist zu sagen, dass wir beim Futter von 5 zentralen Inhaltsstoffen reden, beim Futter für unsere Vögel, und in der Aufzucht auch hier besonderen Fokus darauf legen müssen bzw. wissen müssen, was sich hinter den einzelnen Nahrungsbestandteilen verbirgt. Wir haben an erster Stelle die Kohlenhydrate. Diese bieten kurzfristige Energieträger, das heißt, das ist das, was der Vogel eigentlich benötigt, um sich zu bewegen den ganzen Tag, um zu leben. Da greift er auf Kohlenhydrate zurück. Das ist vor allem im Körnerfutter vorhanden. In fast allen Pflanzenbestandteilen sind Kohlenhydrate an der Stelle vorhanden. Das zweite ist Fette. Das gilt als sogenannte Energiereserve. Das heißt, wenn der Vogel entweder nachts oder wenn die Kohlenhydrate irgendwann ein bisschen zu gering sind, werden die Fette als Energiereserve angegriffen vom Körper, beziehungsweise beginnt der Körper Fette zur Energiezufuhr hinzuzuziehen. Fette dienen in der Ernährung, jetzt vor allem auch während der Zucht, dazu, Vitamine zu verarbeiten. Das bedeutet, bestimmte Vitamine, ganz konkret A, D und E, die sehr wichtig für die Zucht sind, können nur in Verbindung mit Fette über die Nahrung aufgenommen werden. Als vierten Punkt haben wir Protein. Protein ist der zentrale Faktor für den Aufbau von Zellen. Darauf würde ich nachher gleich nochmal eingehen. Und als letzter, aber nicht unwichtigster Punkt, das Thema Wasser. Wasser müssen unseren Jungen auch zugeführt werden. Lasst uns aber jetzt nochmal im Detail auf die einzelnen Bestandteile eingehen. Ich habe das hier schon so ein bisschen geordnet. Hier auf der linken Seite sind die tierischen Proteine. Die tierischen Proteine sind in der Aufzucht zentral. Das komplette Wachstum ist proteinbasiert. Es ist nicht, wie viele glauben, fettbasiert oder kohlenhydratebasiert. Es benötigt das aus den vorher genannten Gründen auch. Deswegen, wenn ich hier gleich auf das Eifutter schaue, ja, da ist immer die Frage, okay, benutze ich feuchtes oder benutze ich trockenes Eifutter? Da empfehle ich an der Stelle sowohl für die Aufzucht als auch über das ganze Jahr
immer nur das trockene Eifutter. Trockene Eifutter, warum? Weil das trockene Eifutter ist normal das Eifutter, das eben am meisten Proteine enthält. Das, was als feuchtes Eifutter verkauft wird, ist in Wahrheit Öl bzw. sind irgendwelche Fette, die dem hinzugegeben werden. Fette, wie gesagt, für die Aufzucht eher sekundär, während ein hoher Proteinanteil sehr, sehr wichtig ist an der Stelle. Überhaupt benötigen unsere Tiere, die eigentlich über das ganze Jahr super ernährt sind, nur einen beschränkten Anteil an Fetten und ich schaue, dass ich fettige Nahrungsmittel wirklich auf die kalten Tage im Winter reduziere, weil der negative Punkt bei den Fetten ist eben auch, dass sie dazu führen können, dass die Paarungswilligkeit bei zu fetten Vögeln eben abnimmt. Vorteil an diesem trockenen Eifutter ist auch, dass sich sehr, sehr gut mischen lässt mit anderen Bestandteilen und eben auch gerade in Bezug auf das Keimfutter den Trocknungseffekt hat. Das heißt, das Keimfutter bleibt nicht ganz so feucht, weil das Eifutter, das ja, wie wir wissen, einen sehr großen Anteil aus Bäckereierzeugnissen besteht, Feuchtigkeit entzieht und somit eine einigermaßen trockene Gesamtkomposition ergibt. Vorteil vom Eifutter per se ist, dass es häufig eben weitere Bestandteile wie Vitamine und Mineralien, Fettsäure, aber auch eben Kohlenhydrate und Zucker bereits zugesetzt hat. Nachteil des Eifutters ist bei meinen Stieglitzen, es wird wirklich nur sehr, sehr ungern gefressen. Häufig ist es so, dass das Eifutter vom Eifutter eigentlich am meisten übrig bleibt. Dann bleibt mal gleich bei den Proteinen. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben hier einmal die Pinkies, das ist, glaube ich, die am weitesten verbreiteten, zusammen mit dem Ei. Beim Ei ist es wichtig zu wissen, dass das proteinhaltigste Element des Eis, des gekochten Eis, das Eigelb ist. Das heißt, hier ist wirklich alles Energetische vorhanden, was das Küken zum Wachsen braucht. Während das Eiweiß sehr, sehr viel weniger Protein enthält. Nichtsdestotrotz gebe ich das eigentlich immer komplett. Man sieht jetzt hier, das ist auch angefressen. Und die Vögel nehmen auch gern eben die Schale. Die ist sehr kalkhaltig und unterstützt die Vögel bei der eigenen Eiausbildung. In dem Fall die Hennen. Mein dieses Jahr erster Versuch ist mit sogenannter Drohnenbrut. Wir haben hier Bienendrohnen, das sind männliche Drohnen, die werden von den Imkern normalerweise aus den Beständen genommen, um den Honig für uns Menschen bereitzuhalten, weil die Bienen sonst diese sogenannten Drohnenlarven mit dem Honig eigentlich aufziehen und dementsprechend nichts mehr für die Menschen übrig ist. Es gibt auch eine bestimmte Milbe, ist eine lange Geschichte, deswegen werden diese Drohnenwaben von den Imkern entfernt und sind dann eigentlich übrig. Eine so eine Drohne, ja, ist relativ schleimig, sind nicht so super konsistent, ist aber ein Vielfach an Eiweiß als so eine Pinkie-Made und in meinem Fall habe ich die Möglichkeit, die auch noch so zu bekommen und dementsprechend bin ich zufrieden mit den Drohnen als Futter. Sie werden ehrlich gesagt nicht ganz von allen Paaren genommen. Ein weiteres Element meines Aufzugsfutters sind die Tiefkühlerbsen. Tiefkühlerbsen, warum? Häufig sind die Erbsen in der Dose eben mit irgendwelchen Gewürzen oder Salz zugesetzt. Außerdem kann man sich bei Tiefkühlerbsen eben die gewünschte Portion auch partiell rausholen. Das heißt, man hat nicht zu viel, das dann im Kühlschrank vor sich hinschimmelt, sondern man nimmt immer einen Anteil. Muss darauf achten, dass wirklich nur Erbsen drin sind und eingefroren wurden. Und im Gegensatz zu den tierischen Proteinen, die hier links sind, birken eben die Erbsen pflanzliche Proteine, die das Wachstum der Jungen noch auch stark unterstützen. Außerdem viele weitere Vitamine und Mineralien, die zentral sind für den Organismus. Hier zur Rechten ist der Löwenzahn platziert. Das sind Löwenzahnblätter, die habe ich jetzt mal genommen, ist relativ groß, dass man das sieht.
Ja, tendenziell bin ich eher der Fan von kleineren Löwenzahnblättern, die jünger sind. Ich merke, die Vögel nehmen die eher an. Und über die Blüten hier, die abgeblühten, haben wir ja schon gesprochen. Wir haben hier wirklich eine Kombination aus Vitaminen, Mineralien und Kohlenhydraten, die auf einem ähnlichen Niveau sind wie das Keimfutter. Das ist wirklich zentral in der Zuchtvorbereitung und in der jungen Aufzucht. Das ist hier. Dazu gibt es ja bereits ein Video. Dazu einfach, wenn ihr nicht wisst, wo das ist, einfach auf meinem Kanal schauen oder unter Keimfutter Guido Cardellin in die Suche eingeben. Dann findet ihr das Video zur Keimfuttererstellung auf jeden Fall. Diese pflanzlichen Themen inklusive die Erbsen, das Keimfutter, der Löwenzahn unterstützen die Vögel auch bei der Wasseraufnahme. Ihr wisst ja, die Jungen, die können nicht keine feste Nahrung zu sich nehmen, sondern sie können auch keine Wasser selber aufnehmen. Deswegen muss man schauen, dass die jeweils gewährleistet ist. Das ist eben auch beim Couscous der Faktor. Das habe ich hier so ein bisschen vorbereitet. Couscous hat per se nicht so sehr viele Inhaltsstoffe, aber es unterstützt die Vögel auf jeden Fall mit Kohlenhydraten und Wasser, da sich diese kleinen Perlen ja sehr, sehr vollsaugen mit Wasser und dementsprechend dann die Wasserzufuhr gesichert ist. Was ich dieses Jahr zum ersten Mal angefangen habe, ist die Verwendung von so einem Extrusionsfutter von einem sehr bekannten Hersteller. Dieses Futter wird angepriesen als Ersatz für das Keimfutter. Da ich dieses Jahr während der Zuchtzeit noch 2 Wochen weg bin, habe ich mich entschieden, früh auch schon dieses Futter anzubieten, um dann die Möglichkeit haben, demjenigen, der auf meine Vögel aufpasst, keine größeren Umstände zu machen, wenn er Futter vorbereiten muss. Man nimmt das, man kann das irgendwie eine Stunde vorher ansetzen im Wasser und hat dann praktisch das fertige Futter. Muss sagen, wurde jetzt anhand der Vielzahl der Inhaltsstoffe, der Inhalte, die ich hier präsentiert habe, wird es bisher nicht so wirklich gern angenommen. Ich habe von Leuten gehört, die sehr, sehr erfolgreich waren, die sehr, sehr zufrieden sind mit dieser Art von Futter. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn was anderes da ist, was den Vögeln besser schmeckt, dann tendieren sie eher zu dem anderen. Ähnlich wie beim Eifutter. Aber ja, da hat jeder seine eigenen Erfahrungen. Abschluss gibt es noch 2 Möglichkeiten. Entweder man verfüttert das Ganze einzeln oder man vermischt die einzelnen Bestandteile zu einem Mix. Da gibt es unterschiedliche Philosophien. Ich tendiere einfach aufgrund meiner Größe der Boxen und um einen geringeren Aufwand zu haben, dazu eher das Ganze zu vermischen. Nach meiner Überzeugung ist es dann auch so, dass der Vogel dann nicht nur das frisst, was ihm gerade schmeckt, sondern er ist ja auch sehr instinktgetrieben. Und wenn er dann vor so einer Schüssel steht, bei der alles da ist, nimmt er dann von allem und gibt es dementsprechend dann auch seinen Jungen weiter. Deswegen, das ist ein bisschen eine Philosophiefrage, aber ich kann es auch verstehen, wenn man den Vögeln eben diese Elemente auch als Einzelnes gibt. Ansonsten war es das von meiner Seite für heute. Ist ein bisschen ein längeres Video, aber ich denke, es kann euch auf jeden Fall weiterbringen. Jetzt lasse ich euch zum Abschluss noch mit meiner Übersicht von vor 2-3 Tagen, wie es momentan in meiner Zucht aussieht. Viele, viele Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss.